Hallo allerseits, hier ist wieder mal euer TTB zurück in Minecraft. Und wie ihr seht, ich habe mich gerade wieder Richtung mein Haus bewegt. Unser Eisen ist fertig. Was Tolles, das heißt also, wir bauen uns jetzt erstmal ein klein wenig Glas. Zack, hier für den Röster. Die Kohle lassen wir mal hier. Das Eisen auch. Und dann machen wir, schauen wir mal hier, dass hier auch alles sauber ist. Okay, schaut gut aus. Wie ich festgestellt habe, der sogenannte limitierende Faktor auf dieser Minecraft-Welt, bei mir hier gerade eben, der ist nicht etwa Diamanten oder irgendwas Tolles in der Art. Nein, nein, das ist viel einfacher. Ich werde gerade eben limitiert dadurch, dass es einen Holzmangel gibt. Glücklicherweise kann man, upsala, wenn man nicht nach unten fällt, dagegen etwas tun. Und zwar gehen wir jetzt mal hier hoch auf den Berg. Denn hier oben am Berg, da ist schön sonnig und da kann man jetzt nämlich mal kurz was machen. Buddeln wir das Ganze mal kurz ein bisschen gerade. Da ist unser obligatorischer Creeper mal wieder. Grüß dich, Genosse. Nein, nein, diesmal nicht. Diesmal nicht, Hasi. Ja. So. Ich habe dabei ein paar Setzlinge und Knochen. Aus den Knochen kann ich Knochenmehl machen. Und wie ihr sicher alle schon wisst und für alle, die es noch nicht wissen, zeige ich es jetzt mal kurz. Man baut einfach ein paar Setzlinge hin, ohne dabei sinnlos in den Tod zu stürzen. Und dann nimmt man ein bisschen Knochenmehl und ups, schon hat man einen fertigen Baum. Zack, klonk, hui, bünk und zack. Hui, ist ein großer geworden. Und dann geht man einfach her, baut den Dingens ab hier und zack, kommt schon der Holzsägen. Und wenn man das Ganze jetzt in einer Linie macht, dann kann man da auch hergehen und einfach hier mal kurz wunderbar durchbauen. Hackt die alle gemütlich mal kurz weg. Währenddessen werden für euch schon wieder Setzlinge produziert. Das heißt also, ihr kommt dabei immer auf jeden Fall im Plus raus. So. Das ganze Zeug hier fällt jetzt alles runter. Da kommen dann ein paar Äpfel raus. Und gleichzeitig natürlich auch noch Setzlinge, die man mitnehmen kann. Und daraus kann man wieder neue Bäume machen. Und dann beginnt das Spielchen von neuem. Das ist ein tolles Meer. Schaut spitze aus irgendwie mit diesen hellen Zonen. Kann sich sehen lassen. So. Das Ganze hat uns jetzt 41 Holz gebracht, wie ihr gesehen habt. Und wir haben schon wieder 4 Setzlinge. Das heißt also, ich kann jetzt, wenn ich möchte, schon an dieser Stelle wieder hergehen, die Setzlinge wieder setzen. Ja, das könnte sogar funktionieren. Und direkt wieder hochschießen lassen. Zack, zack und zack. Und wieder abbauen. So einfach kann es gehen, meine Freunde. Und das Tolle daran ist, wie gesagt, das Ganze lässt sich wiederholen, solange man hier Knochenmehl hat. Es gibt Äpfel, es gibt Setzlinge und es gibt Holz. Zack. Da ist noch ein bisschen Holz in den Ästen drin. Das macht aber überhaupt nichts. Das kommt schon irgendwann runter, wenn das ganze Zeug decayt. So einfach kann es gehen. Und wir haben schon wieder genügend Setzlinge. Und wenn man irgendwann mal keinen Knochenmehl mehr hat, dann kann man immer noch die Setzlinge hinstellen und einfach so wachsen lassen. Das dauert dann halt eben vielleicht eine Stunde oder so, bis das Zeug gewachsen ist. Aber hey, so kann man hier wunderschön immer wieder ein bisschen Holz holen gehen. Tja, wieder mal ein Trick, den man sich merken sollte. Weil hier gibt es zwar auch Holz, aber ganz da hinten erst, wo so ein bisschen die Tundra losgeht. Die Tundra-Landschaft. Tja, da hat jemand in Erdkunde aufgepasst. So schaut's aus. Okay. Wir machen jetzt aber was anderes. Und zwar, wir haben uns jetzt ja gerade eben quasi eine Baumfarm gebaut. Und jetzt gehen wir mal her, meine Freunde. Jetzt kommt der nächste logische Schritt. Wir sind auf einem Berg. Wir müssen eine Mine bauen. Und zwar eine Mine abwärts. Nach da unten. Und noch viel weiter nach unten. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Zumindest bis Blockhöhe 10. Und dann gehen wir Diamanten jagen. Dann werden wir zu Ocean's 11 und gehen Kohle, Geld, Gold und Diamanten jagen. So, haben wir jetzt alles Holz hier? Nein, da hängt immer noch ein bisschen was oben auf diesen Blöcken hier. Aber das kommt mit der Zeit einfach schon alles runter. Braucht man einfach ein bisschen Geduld. Dann kommt alles von alleine zu einem. Wenn man es lang genug ignoriert, geht es sogar weg. So, okay, Schluss jetzt hier. Wir haben alles eingesammelt, oder zumindest das meiste. TTB, du hast ein Stückchen Holz vergessen. Ja, und deswegen wird uns das jetzt das ganze Let's Play versauen, weil ich ein Stückchen Holz vergessen habe. Aber, immerhin, wenigstens gibt es Leute, die Let's Plays aufmerksam gucken. Das muss ja auch mal gesagt werden. Das macht ja auch nicht jeder. So, gucken wir doch mal hier. So, die Kiste rein. Hier, Apfel, Schießpulver, schieß mich tot, Knochenmehl, das Holz, das brauchen wir jetzt gleich, denn da brauchen wir nämlich Holzblöcke von, ist klar. Und hier haben wir mittlerweile auch ein bisschen Glas. So, was ich jetzt nämlich erstmal machen werde, ist, ich werde hier diese ganze Sache etwas glasieren und überdachen. Ups, links abwärts.
Macht man dann das am dümmsten? Tja, am dümmsten macht man das Ganze einfach so, indem wir einfach hier die Plattform weiterbauen. So. Okay, schaut schon viel besser aus. Dann kann man das hier auch noch alles rausnehmen. Und durch Glas ersetzen. Zack, zack, zack. Dadurch entsteht für uns eine schöne Plattform, durch die man auch noch durchgucken kann. Das lassen wir mal so, das schaut nämlich dann ganz nett aus. So. Okay. Wer braucht die Plattform eigentlich nur bis hier? Das heißt also, wir können die eigentlich hier dicht machen. Ups. Klirr. Tja, jetzt kommt der Nächste und sagt, aber TTB, du weißt schon, dass man hier so Glasplatten machen kann und das Ganze irgendwie weniger aufwendig ist. Ja, weiß ich. War ich aber gerade zu faul dazu. Sag ich ganz ehrlich. So. Ui, Angst. Okay, nachdem wir das jetzt haben, können wir auch hergehen und ein Dach einziehen gehen. Dann machen wir das am dümmsten. Erstmal bauen wir hier noch eine Leiter hin. Hops, kommst du her? Hier, eine Leiter bitte. Das hier dicht machen. Ja, und nu? Nu ist guter Rat teuer. So. Okay, schaut soweit nicht schlecht aus. Haben wir das Ganze mal ein bisschen mit Holz hier versehen. Okay, dann kann man das Ganze effektiv schon zumachen. Und warum mache ich das? Ganz einfach, um mich an meiner Haustür vor komischen Viechzeugs zu schützen. Ihr habt ja gesehen, da kommen immer Creeper und Cretins, genau. Und das wollen wir schließlich nicht. Deswegen hier noch die Leiter hin. Fehlt uns jetzt eine Leiter, das macht aber überhaupt nichts. Das wird uns nicht weiter behindern. Das Holz, das bauen wir hier in Planks um. So. Ups. Tja. Idealerweise würde man jetzt natürlich hergehen und das Ganze hier auch noch nach oben ziehen. Ups, wo habe ich das Ding jetzt? Oh, okay. Na gut, soll mir recht sein. Das ist echt gar nicht mal so dämlich. So. Kann man nämlich nicht runterfallen. Ich wollte es eigentlich nur so zumachen hier. Und ja, wie machen wir das jetzt denn? Da ist guter Rat teuer. Vielleicht hier dann nachher mit einer Türe oder so, dass man hier hoch kann. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Nee, das machen wir ganz einfach so. Da buddel ich mich dann einfach immer durch. Ich muss ja nicht so oft hier hoch. Wir machen also das hier weg und legen noch ein bisschen Fackeln aus. Damit es auch schön hell wird. Da kommen dann weniger Viecher angezeigt. Das ist auch schön. So. Dann gehen wir hier mal noch kurz nach oben und sorgen hier dafür, dass alles schön illuminiert ist. Dann spawnt da nicht so schnell was. Okay. Machen wir hier noch was hoch. So. Fertig. Lichtchen. Okay. Halt, hier wollte ich noch zumachen. Also machen wir das schnell. So. Okay. Damit sind wir jetzt hier relativ sicher. Ich betone mich natürlich auf relativ, denn dieses Loch ist natürlich immer noch ein Risikofaktor. Deswegen, tja, wie machen wir denn das? Naja, machen wir die einfachste Sperre überhaupt, die es gibt. Das ist ein sogenannter Deadbolt. Man geht einfach her und setzt hier ein Ding hoch. Fertig. Dicht. So. Sehr schön, damit ist das Haus offiziell sicher. Da kommt so schön nichts hochgekraxelt. Spinnen können nicht rein, weil es nur ein Block dick ist. Für Licht sollte man vielleicht noch sorgen, hier so ein bisschen. Hier noch was hin und hier noch was hin. Okay. Schön, sehen tun wir auch was. Alles klar. Türe zu, traut es heim, Glück allein. Sehr schön. Damit sind wir jetzt offiziell eingezogen, hätte ich mal gesagt. Hier haben wir noch ein bisschen Glas rausgeholt aus der Sache. So, was ich jetzt aber brauche, ist aber vor allem Kohle. Und viele, viele Fackeln. Das heißt also, wir nehmen die Kohle jetzt hier raus. Basteln uns ein Rudel Fackeln. Sehr schön, das reicht eine Weile. Die Kohle kann wieder hier rein. Das Holz, das werden wir jetzt dann bald alles noch brauchen. Und zwar brauchen wir hier jetzt erstmal viele Stöckchen. Das könnte gerade so reichen. Schauen wir nochmal, wie viele schöne Leitern wir da rauskriegen. Wahrscheinlich nicht ganz so viele, wie ich gerne hätte. 64, damit kommen wir aber nicht weit. Ich brauche eine doppelte Anzahl, wenn ich zum Mittelpunkt der Erde möchte. Tja, dann brauche ich wohl mehr Holz, heißt die Devise.
Wird es schon wieder dunkel? Da wird es schon wieder dunkel. Verdammte Axt. You can only sleep at night. So ein Zufall aber auch. Ich brauche mehr Holz. Verdammte Axt. Ja, gut. Dann geben wir halt schnell den Notfallplan in die Tat umsetzen. Wir nehmen die Säpplinge hier und das ganze andere Zeug. So, jetzt gehen wir kurz hier ein bisschen schnell holzen. Schnell Holz aufbauen und schnell abholzen. Das ist die Devise. Zack. 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 Und die Sonne geht schon unter. Uiuiui. Kommen gleich hier Zombies raus und die werden versuchen, mich zu fressen. Und dann haue ich ihnen die Mütze kaputt. Dumm-di-dumm. Hier nochmal kurz reinbuddeln. Den auch noch mitnehmen. So. Ah, das reicht aber noch lange nicht, leider. Also das ganze Spielchen nochmal. Vier Stück. Zack, 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 zack. Komm, Jungs, ich brauche mehr Holz. Eben wahrweise auch Holz vor der Hütte, aber das ist was anderes. Jetzt kriege ich wieder gleich böse Briefe von den Mädels. Ja. Ich brauche schon ein Set von den Dingern. Drei Stück. Na, zweimal habe ich noch Knochenmehl, dann war's das. Dann ist vorbei mit den Schnellbäumchen. Aber das macht auch nichts. Das dürfte dann auch reichen. Hui, da kommt auch viel Holz raus. Da kommt schon eine Spinne angerannt, oder? Das war doch eine Spinne, oder? Nein, es sind nur Skelette. Hehe. Okay, nur Skelette, dann ist ja Eisenbutter. Zwei Bäumchen. Bitte presto. Okay. Okay, sehr schön. Das kann sich jetzt dann alles schön über die Nacht abbauen. Das ist uns egal. Wir verziehen uns jetzt erstmal wieder hoch hinaus in die Sicherheit unseres Domizils. Ich hoffe, dass Notch nie auf die Idee kommt und Monster einbaut, die Leitern klettern können. Oder Türen öffnen. So, Türe auf. Trautesheim, Glück allein. Ich habe mein Holz dabei. Ja, 64 von den Dingern. Damit kann man was anfangen. So, dann gehen wir gleich mal wieder her, das ganze Holz. Was zum... glücklicherweise auf der anderen Seite dieser Wand. Junge, Junge, wäre ich jetzt gerade erschrocken, wenn da plötzlich eine Spinne hier reinkommt. So, machen wir wieder mal hier so, zack. Und dann kommt das Stöckchen Spiel schon wieder. Und bönk, nochmal 64 Leitern. Okay, das könnte jetzt soweit auch hoffentlich reichen. Ach, gehen wir einfach mal auf Nummer sicher und bauen einfach noch ein paar Satzleitern. Man weiß ja nie. Zack, okay, jetzt reicht's auch auf jeden Fall. Die Stöckchen lassen wir so, wie sie sind. Dann bauen wir nochmal Stöckchen. Okay, jetzt geht's ans Gerätschaften bauen. Wir haben Eisen und wir haben Stöckchen, also gibt das jetzt erstmal hier. Bauen wir mal hier 4 von diesen eisernen Pickaxes und dann nehmen wir noch eine eiserne Schaufel mit. Okay, der Rest kann da bleiben. So, das nehmen wir mit. Das brauchen wir nicht mehr dann. Den Dreck lassen wir hier, die Steine lassen wir hier. Das Essen nehmen wir mit und das Holz lassen wir auch größtenteils hier. Okay, die Leiter haben wir auch dabei. Alles klar, damit kann die wilde Jagd beginnen. So, wo baue ich jetzt meine Mine? Was macht ihr da drüben, ihr komischen Viecher? Hallo Spinne. Bönk. Ja, da guckst du blöd, hä? Okay, sehr schön. Soweit, so gut. Ich hätte gesagt, an dieser Stelle machen wir nochmal Pause und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, wo ich dann anfangen werde, meinen Minenschacht zu buddeln. Bis dann!